Burger, Pommes, Nuggets, Go und damit hallo zu diesem neuen Video. Heute ist es soweit, Capital Bra hat zwei neue Pizzen auf den Markt gebracht. Es ist jetzt nicht ganz ein Jahr her, dass Capital Bra eine eigene Pizza oder zwei eigene Pizzen rausgebracht hat. Und zwar war das, glaube ich, einmal die mit Grillgemüse und einmal eine mit Rindersalami. Ich habe beide gegessen, habe aber nur ein Video gedreht und zwar über die mit Grillgemüse. Dieses Video kam sehr gut an, hatte gute Klickzahlen und so weiter. Also 9000 Views finde ich für meinen Channel ordentlich. Nochmal vielen Dank dafür. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ich jetzt auch nochmal ein Video über eine weitere mache. Außerdem bin ich ja total gespannt, wie die schmecken wird. Und zwar handelt es sich in diesem Video, wie ihr eventuell im Titel gesehen habt und jetzt gerade an der lilanen Verpackung, falls ihr schon wisst, dass die Pizza existiert, erkennt, ist es die mit Thunfisch, die ich heute testen möchte. Sie hat wieder 3,99 € gekostet und Capital Bra hat quasi eine mit Thunfisch und eine mit Sujuk rausgebracht. Ich habe im Supermarkt nur die mit Thunfisch gesehen, aber hätte mich auch so, glaube ich, eher für Thunfisch entschieden, also um das Ganze als Video aufzunehmen, da ich finde, dass diese Thunfischpizza von Capital Bra, wenn man hier so sieht, mit Joghurtsoße, Creme Fraiche, ne, Thunfisch, finde ich, kommt der Grillgemüse-Pizza hoch, so einfach vom Ding her so ähnlicher, näher. Mit der Soße und so weiter. Denn ich finde, dass die Rindersalami und Sucuk-Pizza ja eigentlich so vom Ding her, ich weiß nicht, was da jetzt noch, vielleicht ist die mit Sucuk ein bisschen feuriger, irgendwie hat einen dolleren Geschmack, aber ich finde, dass die dann doch nochmal in eine andere Richtung geht. Aber beide Pizzen sind irgendwie ähnlich, ne? Die mit Grillgemüse, finde ich, und die mit Thunfisch und die mit Rindersalami und die mit Sucuk ähneln sich beide so ein bisschen irgendwie. Ja, wie gesagt, sie hat 3,99 € gekostet. Ich weiß nicht, was ich dazu von halten soll, dass Capi noch weitere Pizzen rausbringt. Denn jetzt hat er ja vier Stück und bald kommt auch noch ein Capital Bra Eistee raus oder Eisteesorten. Na, er bringt Eisteesorten raus. Capital Bra Eistee. Ich habe die Pizza jetzt schon im Ofen erhitzt oder ja, fertig gemacht, ready gemacht. Ich muss sagen, ich finde sie vom Optischen, sie sieht lecker aus. Aber, ja, sie sieht lecker aus und auch irgendwie ein bisschen ansprechend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da so überzeugt bin und sage, die möchte ich von hunderten Pizzen, die vor mir liegen, haben unbedingt. So ist es jetzt nicht. Ich finde es immer ganz spannend. Hier sind auch nochmal auf der Verpackung, ne, wieder so ähnliche Sprüche wie vorher. Vielleicht sogar die gleichen. I don't know. Bra, hol die Pizza, ne. Was steht hier noch? Ist die Pizza, bevor es ein anderer tut. Finde ich eigentlich ganz lustig, ganz cool gestaltet. Hier hinten ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, wirklich das Gleiche drauf. So eine Pizza, ne? Die Pizza. Also natürlich in dem Fall jetzt die Thunfischpizza, Joghurtsoße, Creme Fraiche. Macht auf Crunchy ist innen aber Baba Soft. War beim letzten Mal auch so. Belelelelegt mit extra saftigem Thunfisch, roten Zwiebeln und Cherry-Tomaten. Klingt doch eigentlich lecker. Klingt gut. Und ja, finde ich ganz cool. Sieht auch wieder cool aus, ne? Wieder mit seinem... Gut, ich werde jetzt mal probieren. Sie ist wieder sehr dick und... Ja, so der Boden. Ich muss dazu auch nochmal sagen, ich habe eine Zeit lang... nicht unbedingt wirklich gerne... Thunfischpizza gegessen. Aber jetzt seit einem Jahr oder sowas esse ich Thunfischpizza auch hier und da echt gerne. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Wow. Ich muss echt sagen, ich bin gerade richtig überrascht. Also ich muss sagen, die letzte Pizza fand ich auch nicht schlecht, die mit Grillgemüse, aber ich habe die nicht 100% aufgegessen danach. Also, ich habe nochmal meine Family so kurz mal probieren lassen, mein Bruder und so. Grüße gehen an alle raus. Auf jeden Fall finde ich die gerade richtig lecker. Ich weiß nicht, was das ist.
es ist einfach dieser Thunfisch und dazu aber diese Soße, die echt richtig, richtig lecker ist. Also, eine richtig leckere Kombi. Dieser saftige so Thunfisch-Saft da drauf, sag ich mal. Und die sind wirklich, ja, durch den Saft leicht aufgeweicht im Boden, aber unten dann trotzdem noch so einem harten, crunchy Boden, wie auch auf der Verpackung steht. Und dann noch dazu diese Creme Fraiche Soße mit, weiß nicht, hier ist auch auf der Verpackung nochmal, ne? Joghurtsoße, Creme Fraiche und so weiter. Und da ist dann auch nochmal Zitrone abgebildet, Knoblauch, Zwiebeln. Also wirklich eine richtig gute Soße so. Die sieht auch auf der Pizza so ein bisschen, muss ich sagen, so ein bisschen rötlich aus irgendwie. Also eigentlich eher wie so eine Cocktailsoße sieht es irgendwie aus so. Vom Optischen, finde ich. Ich weiß nicht, ob die Kamera... Ja, nicht ganz. Aber ich finde die echt richtig lecker. Und ich hätte die echt nicht so gut erwartet. Also, ich habe gedacht, ja, vielleicht ist sie richtig lecker. Vielleicht aber auch nicht. Aber so krass gut. Also, von der bin ich gerade wirklich überzeugt. So, ich finde den Preis immer noch ein bisschen teuer. Sage ich ehrlich. Ist auch so, finde ich. 3,99 ist schon eine Menge. Man bezahlt, denke ich, aber auch so ein bisschen für den Namen mit und so weiter. Ich gebe dieser Pizza von 1 bis 10 Punkten. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Gebe ich der Capital Bra Pizza mit Thunfisch tatsächlich 9 von 10 Punkten. Also ich bin wirklich überrascht und finde die echt lecker. Also ja, für eine Thunfischpizza oder allgemeine Pizza finde ich sie sehr lecker. Ich muss ja sagen, Pizza ist jetzt nicht mein absolutes Lieblingsessen. Ich mag Pizza auf jeden Fall. Und Pizza ist auch, sag ich mal, auch für Tiefkühlessen sehr leicht und lecker trotzdem umsetzbar. Aber Burger ist und bleibt mein Lieblingsessen bisher und war auch oft und viele Jahre schon so. Ja, also 9 von 10 Punkte sind wirklich gut. Ich bin gespannt, schreibt doch mal rein, ich werde es trotzdem machen, auch wenn ihr schreibt nein oder gar nichts schreibt, ob ich den Capital Bra Eistee testen soll. Checkt, by the way, gerne mal meinen anderen Capital Bra Test ab, meinen anderen Capital Bra Pizza Test ab und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut euch meine Social Medias an und joint gerne mal meinem Discord Fast Food Army Server. Ich bin zwar nicht der aktiveste auf Discord, aber ja, checkt es doch gerne mal ab und Instagram und so weiter. Ich bedanke mich, lasst ein Abo und ein Like da und bleibt schön gesund, gerade in diesen Zeiten. Dankeschön fürs Zuschauen, bis dann, Fast Food Army forever.